bei der S wieder an. Dazu muss ich greifen bis in das Jahr 1903. Vielleicht erinnern Sie sich, dass ich eben bei dem Pferdefuhrwerk von Schlebusch-Ort bis Schlebusch-Bahnhof darauf hinwies, dass es 1903 beendet wurde, weil die Kleinbahn eröffnet wurde. Und die ist hier zu sehen, auf der Strecke vom Binnensterhof, da war die Endstation, Ecke Odenthaler Straße, hier auch mit Ausweich, das ist der Wagen 3, Wagen 2, es gab aber nur 3, von Wagen 1 haben wir auch hier kein Bild. Dann über die Bergische Landstraße fahrend an der Zweitürmin Andreaskirche, von der ich eben sprach, vorbei. Und dann bog man am Jägerhof ab in die Reuterstraße. Dann Sauerbruchstraße, heute Heidehöhe, mit einer wunderbaren Schleife durch die Heidehöhe, weil der Kurvenradius rechtwinklig gewesen wäre auf die Kalkstraße, hat man eine große Schleife gedreht und konnte das Niveau auch überwinden, auf den tieferen Stand der Eisenbahn zu kommen, weil da ein Übergabegleis existierte zur Staatsbahn am Güterbahnhof Moskau, wo der S-Bahnhof geplant ist. Und dann fuhr man auf die Bahnstraße bis zum Bahnhof Schlebusch, der eigentlich in Manfort liegt, aber Manfort war früher ein Ortsteil von Schlebusch. Daher kommt das. Und die ist bis 1922 betrieben worden. Leverkusen hatte, in Schlebusch wurde ja dann Stadtteil von Leverkusen am 1. April 1930, eine Option, sie wieder zu eröffnen, aber sie war einfach nicht wirtschaftlich zu betreiben. Wirtschaftlich war sie nur in Zuordnung zur Carbonitfabrik. Und die hatte ihren Betrieb ja schon eingestellt, Anfang der 20er Jahre. Der Betriebshof war am Jägerhof. Sodass also dieses Gebiet in 100 Jahren die dritte gänzlich andere Nutzung erfährt. Zuerst der Betriebshof der Straßenbahn mit einem wunderbaren Sheddach. Davon gibt es leider nur eine einzige Aufnahme. Dann Texter und jetzt die Wohnsiedlung. Wobei Peschke sich da ordentlich verhoben hat. Die Ursprungsplanung, die muss er jetzt zurücknehmen und versucht das anders zu vermarkten. Das klappt ja nicht. Ja. Dann ist die KVB ins Boot gekommen, weil Mülheim eingemeindet wurde und ist mit seiner Linie von Köln kommend gefahren bis zum Jägerhof. Und nach dem Zweiten Weltkrieg ist noch ein Pendelwagen verkehrt bis zum Nittumer Weg, um Wagenmaterial, das ja dezimiert war, zu sparen. Bis dann 1958 und 1959 auch dieser Pendelverkehr eingestellt wurde und seitdem fährt sie nur bis zum Nittumer Weg. Und wie gesagt, in Zukunft vielleicht dann bis zum Klinikum. Aber das ist Zukunftsmusik. Denn der neuralgische Punkt ist die Querung der B51, das ist ganz klar. Ja. Die Schleife hat man übrigens da gelassen, weil der Werkstattwagen der KVB noch ein alter Sechsachser ist. Mit Einrichtungsverkehr, der muss drehen, der hat nur eine Wendekopf. So, und man könnte dann auch natürlich noch rangieren, wenn man den Fahrern das Wechseln des Wendekopfes ersparen wollte. Aber das tut man nicht, die sind heute dran gewöhnt, weil ja fast überall nur diese Prellbock-Situation herrscht. Die Bahn ist mit der O, der legendären O, dann immer abwechselnd bis nach tief ins Köln reingefahren, nachdem Mülheim eingemeindet war. Endhaltestellen waren Heumarkt, Neumarkt, Ubierring, in den Kriegsjahren Museum, damit ist das Wallraf Richards, das alte gemeint, heute das Kunstgewerbemuseum. Davon gibt es ganz ergreifende Fotos, auch nach dem Bombenangriff, als der ganze Oberbau abrasiert worden ist. Es gibt aber auch ein sehr schönes Foto aus dem Nordturm des Domes gemacht, auf die Haltestelle vor Café Reichardt. Man konnte also aus der O aussteigen und war nach ein paar Metern die Treppe hoch im Dom. Und umgekehrt gibt es zwei Züge zur selben Zeit. Der eine fährt gerade Museum an, die letzte Station vor dem Ende, und der andere hat beschildert Rockladen. 54 Minuten Fahrzeit. Mhm. Immer dreispännig. Hier haben wir ein sehr schönes Bild von der O in Küppersteeg, vor Christ König. Ich vermute, dass ich Ihnen da auch was Neues zu erzählen kann. Die O hat eine sehr bewegte Geschichte hinter sich. Und war die längste Vorortbahn der KVB, die für die Bezeichnung O gesorgt hat, denn alle ihre Vorortbahnzüge hatten einen Buchstaben als Kennzeichnung. Innerhalb der Stadt hatten sie Zahlen und außerhalb die Buchstaben. B stand für Bensberg, G für Gladbach, T für Thiel und Hoch, L für Löwenich, F für Frechen und so weiter. O für Opladen. Heute Morgen bei der Führung war eine junge Dame, die sagte, in ihrer Familie hätte es immer nur die Null geheißen.
Ach ja. Ja, ich sag, dann mochte die wohl jemand nicht. Ich sag, nie null, da heißt es dann immer. Ja, und die ist 1903 von Mülheim aus, das damals Kreisstadt des Kreises Mülheim war, der bis nach Wipperfürth reichte, gebaut worden für die Bayernwerke, die damals neu waren. Und zur Bewältigung des Berufsverkehrs fuhr auch anfangs nur bis Pförtner 1. Hier haben wir von den ersten Tagen eine wunderschöne Aufnahme mit den allerersten Wagen. Dann bis zur Christuskirche in Wiesdorf und dann schließlich laut Literatur und Fahrplan bis Opladen. Aber da gibt es einen Haken. 1907 bis 11 existierte keine tragfähige Brücke. Und man musste ja die Staatsbahn queren in Küpperstedt und die Dünn. Also fuhr man de facto nur bis zu der Staatsbahn, ließ im Fahrplan den Leuten 3 Minuten zum Umstieg und dann benutzten die auf der anderen Seite, bis dahin zu Fuß gehend, einen Pendelwagen nach Opladen. 4 Jahre lang. Und das Depot dieser Bahn gibt es heute noch. Auf der Hardenbergstraße in Höhe der Autobahnbrücke, wenn Sie von Opladen nach Küpperstedt fahren, rechte Hand, in der Häuserzeile, die geschlossen ist, gibt es einen großen Torbogen, Fliesen-Lehmacher steht da drüber heute. Und wenn Sie da durchgehen, sehen Sie so ein kleines, in den Hof gebautes Haus und dahinter steht noch das komplett erhaltene Bahngebäude. Ja, für 2 Schienen, ich nehme an 4 Züge, jeweils 2 hintereinander, für den Rumpfverkehr von Küpperstedt, so ist ja der Ortsname angeblich entstanden, aber ich habe letztens in der Literatur aus einem Postkutschenfahrplan gesehen, dass schon zu Beginn der Neuzeit auf der Postkutschenroute von Arnheim nach Basel es einen Haltepunkt gab, Kupfersteig. Sodass ich also jetzt doch sehr irritiert bin, ob die Version, die wir schon in der Schule gelernt haben, dass das des Wirtes Küpper Steg, also der Steg beim Wirt Küpper, ob das wirklich der Ursprung war. Müsste man vertiefen, aber habe ich keine Zeit zu. So.